Hallo, liebe Deutschlernende. Ich finde es immer wieder schön, wenn ich ein deutsches Wort entdecke, in dem sehr viel Weisheit steckt. Wenn ich jetzt zum Beispiel über das Wetter rede und ich bin sehr negativ und ich sage, ah, das Wetter ist nicht so schön und die Sonne scheint heute nicht so viel und oder es regnet, es gibt Gewitter und das ist schlecht. Wenn ich ganz negativ über das Wetter rede und meinen Unmut zum Ausdruck bringe, meinen Ärger zum Ausdruck bringe über das Wetter, dann beschwere ich mich über das Wetter. Sich beschweren. Es muss nicht das Wetter sein. Ganz allgemein, wenn ich über eine Sache rede, die mir nicht gefällt und ich sage, ach, das ist ja so schlecht und es gefällt mir ja nicht, dann beschwere ich mich. Ja? Sich beschweren, ich beschwere mich, du beschwerst dich, wir beschweren uns. Und das ist ein interessantes Wort, denn das Wort heißt ja beschweren. Da steckt schwer drinne. Und B benutzt man, also die Vorsilbe B benutzt man zum Beispiel, um etwas zu machen. Also etwas beschweren heißt auch so viel wie etwas schwerer machen. Ja, wenn ich einen Rucksack habe oder und den möchte ich schwerer machen, dann kann ich den beschweren. Ja, beim Rucksack macht es nicht, beim Rucksack ergibt es nicht so viel Sinn, aber zum Beispiel, wenn ich eine Waage habe, ja, oder ich habe etwas, was wirklich besser ist, wenn es schwerer ist, bei einer Waage kann ich dann eine Seite der Waage beschweren, also so eine alte Waage mit zwei Armen, wo man die sozusagen schaut, dass die Gewichte auf beiden Seiten gleich sind. So eine Waage, die kann ich beschweren, indem ich da etwas rauf mache. Aber in dem Kontext, in dem ich am Anfang darüber geredet habe, Englisch complain, ja, das ist ganz, da steckt nicht viel drin in dem englischen Wort complain, ja, aber im deutschen Wort, ich beschwere mich, ja, ich mache mir das Leben schwerer, ja, wenn ich mich über etwas beschwere. Und da denke ich, steckt sehr viel Weisheit in dem Wort beschweren. Und ja, wenn ihr ein tolles Leben habt, dann versucht euch nicht so sehr zu beschweren. Natürlich, wenn etwas nicht so gut ist, dann versucht es besser zu machen. Aber wenn man sich beschwert, im Deutschen, wenn man sagt, sich beschweren, dann meint man das auch sehr negativ. Also meint man, dass man ärgert sich über etwas, ohne sehr konstruktiv zu sein. Ja? Also beschwert euch nicht im Leben, wenn etwas nicht gut ist, verbessert es und schaut auch, was so positive Dinge sind, dann braucht ihr euch nicht zu beschweren, sondern könnt euch freuen. Oder ihr könnt euch an etwas eher freuen. Ich hoffe, das war hilfreich für euch und wir sehen uns morgen. Tschüss!